Momo auf unserem Dach. Wahnsinn. Wieso haben so viele Dachwohnungen? Das ist voll komisch. Man liest das so viel, so oft. Die sind billig. Ach so. Fragezeichen. Okay. Billiger. Weiß nur keiner. Ach so. Ach so. Das ist ja faszinierend. Okay. Das Paradoxe, aber gerade Luxuswohnungen, ne, gerade so, ja, wirklich teure Luxuswohnungen sind meistens aber oben. Die sind immer im höchsten Stock. Die sind dann wieder am teuersten. Aber für Normalpersonen sind Dachgeschosswohnungen günstig. Das soll einer verstehen. Selbst hier, guck mal, die laufen hier alle so freizügig rum, weil es so heiß ist. Der Wahnsinn. Dachgeschoss. Ja, stimmt, man braucht ja auch nicht heizen, das stimmt wohl. Ja, das wäre für mich nicht gut. Wenn ich eine Dachgeschosswohnung finden würde oder so, dann brauche ich dringend einen Fahrstuhl. Sonst gehe ich kaputt. Mit meiner Lunge packe ich das nicht mehr so wirklich. Das ist es. Halt, nicht, das ist ein bisschen doof. Wäre schon nicht schlecht. Sonst ist es kacke. Bei 10 Stockwerken und dann hochlatschen. Toll, toll. Verlass das Haus nie wieder, du. Alter, das Auto ist geil. Bumsi-Bums. So, jetzt müssen wir natürlich den ganzen Bums wieder zurück. Ja, es ist fantastisch. Okay, ist ja fast. Ja. Das könnte deswegen vielleicht sein, das günstig ist, ja klar, man spart Sicherheitskosten, bla bla. Ah, schon, ist schon interessant. So, auf geht's. Wow, wow, wow. Die Karre ist aber geil. Luxuswohnung hast du ja immer einen Fahrstuhl und eine geile Aussicht. Ja genau, du zahlst ja auch für die Aussicht auf jeden Fall immer mit. Ups. Aber in dem regulären Mehrfamilien gibt es keine Aussicht, das sieht auch ganz gut aus. Was sah die Nachbarn so gut aus? Der war schön. Oh Mann. Ja, du kannst aber auch schon auch da gute Aussicht haben, aber dann ist mal wieder toll. Du zahlst immer für Aussichten mit, das stimmt schon auch. Das stimmt schon. Schnurrschütt. Ich kotz im Regenbogen in dein Müsli. Und nenn es Unicorn Flakes. Alter. Wie sie mir immer reinfahren. So. Tschüss. Auf geht's. Mann, ey. Vielen Dank. Was? Irgendwas? Vielen Dank und gute Nacht. I think you're being too hard on yourself. Yeah, that car crushing thing was pretty tight. Oh, don't get me wrong, I'm a fan of my work. It's just, I got so wrapped up in sending Mero a message, I never asked Jessica about the shipment. Bitch is dead. Who cares about the shipment? I do. It's something that Mero wants, and that means I'm gonna take it. All right, there's gotta be someone you can pump for information. What about Donnie? He got manhandled twice. Pretty sure he's out of the loop, if not dead. And what about their What about their tattoo artist? Good idea. What just happened? Shandy had a good idea. And what the fuck ever? She stole my... Don't be jealous, Pierce. We're all on the same team. You said before that this guy's in a band called the Feed Dogs, right? Yeah. They're playing tonight. Shouldn't be too hard to crash the show. Nice call, Shandy. Ach, okay. Das Dreiergespann ist so super. Track. Pierce, Shandy und der Anführer halt. Es ist so geil. Aber wie anders die halt hier noch aussehen, ne? Pierce und Shandy, vor allem Shandy. Im Vergleich zum dritten Teil, ne? Ich mag ihren Style hier schon mehr von Shandy. Aber gerade der dritte Teil und vierte Teil spielen halt auch moderner einfach. Da passt halt einfach auch ihr moderneres Outfit. Klar, wenn da jetzt die alte Shandy da rumgurken würde, das passt natürlich nicht so ganz rein. Ich verstehe die Designentscheidung natürlich. Aber halt, das ist voll faszinierend auch, dieser Wandel. Ist schon cool. So, auf geht's. Vielen Dank und gute Nacht.
Das kriegen wir hin. So, tut die Jungs von der Bruderschaft. Lasst uns überwachen. Let's do it, boss! Oh, schon tot. Was versteckst du dich denn da? Pierce, bitte stirb mir nicht weg, ja? Ich hatte eh schon den Weg frei hier, guck mal. Oh, Entschuldigung, Pierce. Wie er auch gesagt hat. Link, Hallöchen. Oh, guten Abend. Schön, dass du vorbeischaust. Na, alles fit? Wie geht's dir? Willkommen bei Saints Row 2. So. See what this bad boy can do. Was wirft mit Feuerwerk, um den Laster zu verteidigen? Wie geil ist das denn? Denn manche Missionen sind dann wieder cool. So richtig schön durchgeknallt, Saints Row mäßig. Ja. Schwierig. That is music. Wäre es nicht Saints Row? I'm driving. We gonna listen to whatever the hell I want. Ja, freut mich zu hören. Bin auch immer gerne mal bei dir drüben. Ups. Kommt halt immer so auf die Spiele drauf an, ne? Aber ist ja auch voll okay. Huch. Ich bin müde. Ja gut. Wahrscheinlich wegen der Hitze, oder? You mind stopping these assholes from shooting us? You doing all right back there? So eine Mission. Don't worry about me. Just get us to the concert. Verschwinde doch. Ich kann ihn nicht. Ja, was soll ich denn machen? Die sind genau vor uns. Fahr halt schneller oder so. Ausgerechnet muss Pierce fahren. Das ist natürlich auch total kacke. Oh, schön. To hell with making the concert. I don't know if we're gonna make it out of here alive. Einfach werfen. Das ist neues die Maut? Ach geil. Ach, wirst bestimmt bald mal wieder mehr Zeit haben. Uni ist halt klar, ne? Ist halt voll stressig. Why the fuck you gotta bring up Shandy? I'm the one driving the damn truck. What? Was ist mit Shandy? Was willst du, ne? Die explodieren so spät. Ich kann halt gar nichts machen. Was soll ich da machen, ne? Jetzt ist er kaputt. Was soll ich machen? Ich habe schon alles getan. Wenn die komplett hinten auffahren, kann ich nichts tun. Es ist schon wieder so eine behinderte Trial-and-Error-Mission. Komplett auf random. Och, ich will nicht mehr. Ich bin halt fertig geworden. Finde es mega toll. Überlege gerade auch noch ein zweites vielleicht von der Person machen zu lassen. Ja, geil. Ist denn schon hochgeladen? Nicht, oder? Bin gespannt, wie es aussieht, auf jeden Fall. Meine Herren. Ich hasse Trial and Error Missionen. In jedem Spiel. Das ist so furchtbar. Das nimmt gerade echt Überhand im zweiten Teil gerade. Es ist gerade echt gar nicht mehr so schön. Ach, das ist echt. Okay, oh, natürlich alles von vorne, klar. Ja, es gab nicht mal einen Checkpoint. Ja, guten Morgen. Ach du Scheiße. You wanna keep it on the road, boss? Warte drauf, dass mich die Person auf das Mal anschreit. Alles klar. Okay, ja, super. That was their own damn schon alles soweit. Hab ich schon gefragt. Egal. Vergiss es! Da sind wir wieder. Natürlich ist jetzt Pierce wieder tot, der Lappen. You make
taking shit too easy. Really, nigga? Pierce hat mir meinen Kill geklaut. Ich hab mir. Was? Was? Hat Pierce mir gerade ein Bein gestellt? Was war das? Können wir dann jetzt bitte mit dem Lastwagen fahren? Danke. See what this bad boy can do. Hui. Hui. Ich wirf einfach immer vor uns. Du Blubberbläschen! Vielen lieben Dank für den Visit! Mit Twitch Prime! 4 Monate schon am Stüssel! Dankeschön! Von dir, von dir. Wir kommen zurück! Na, wir kommen weiterhin! I'm driving, we gonna listen to whatever the hell I want! Ich mach jetzt einfach so. Einfach so. Einfach spammen. Aber hier auf dem Boden gucken, spammen. Verpassen halt die geilen Explosionen so, aber. So funktioniert es schon mal wenigstens ein bisschen. Einfach, ich mache einfach so weiter. Tja. You doing all right back there? Mission Design on point. Don't worry about me, just get us to the concert. Fahr einfach, genau. Fahr einfach. Yes. Sehr gute Idee. Einfach fahren. Nee, davon gefällt mir alles. Bei Spider-Man möchte ich mich ja nicht so wirklich spoilern lassen. Da gucke ich ab und zu gerne mal rein, weil einfach hübsch. Aber ja, Hollow Knight ist halt auch so eine Sache. Guck ich gerne, habe ich aber auch schon zu viel geguckt. Das Metroidvania ist mega schön, aber es ist mir manchmal zu düster. Why the fuck und you gotta bring ich bin mir auch immer noch nicht sicher, dass ich das holen möchte. You mind stopping these assholes from shooting us? Guck mal. Und ist das Creed? Hat dieses Spiel schon angefangen? Aber selbst auch da gefallen mir auch nicht alle Teile. Welches ist das Creed denn? Ich mach einfach weiter, so schön zu machen. The concert started! Ja, danke schön. Oh, voll lieb. Oh, das freut mich sehr. Okay, hier geht's weiter. Back off. Watch the shipment. The fuck are you talking about? Don't fuck with me, Matt. You got a lot of gear on this stage I haven't played with yet. You gotta believe me, I just tattooed the gang. They don't fill me in on what they're doing. All that time, you winked at Mero, and you never heard him talk about a shipment with Jessica. All I heard is that it's coming in by boat. They leave me out of the loop on purpose. They were trying to keep me from getting mixed up in their shit. Your friends should have tried harder. Come on, I told you everything I know. Enjoy your retirement, mate. Hey, Shandy. Sup? You know anyone that works at the docks? Not really. Looks like you get to make some new friends. Mara's got a shipment coming in by boat, and I want to get it before he does. Okay, I'll take care of it. Alter. Voll auf dem Rache-Trip, ey. Gefällt mir aber irgendwie. Schön böse. Oh, hoho. Bruderschaft-Nahkampf, den brauche ich nicht. Böse. Böse, böse. Sie haben Carlos getötet. Wow. Alter.
Das ist cool. Diese böse Seite mag ich. Hat was. Kommt jetzt so auch nicht mehr wirklich später dann in späteren Teilen vor. Eher halt durchgeknallter und alles. Aber so auf einen böse Rache-Trip? Das ist schon gut. Das ist schon... Autsch, ja. Okay. Warte. Syndicate. Okay, das ist... Syndicate. Aber es ist auch schon in Assassin's Creed. Den mag ich einfach schon nicht mehr. Aber dann habe ich den leider verpasst. Kann ich ja mal reingucken. Oder so. Dann. Aber eigentlich... Gerade die neuen interessieren mich gar nicht mehr. Mag ich auch gar nicht mehr. Ja... Und wir kommen zurück, Yara, du bist ja wieder da. Hallöchen. Muff. Weiß nicht, ich... Schon krass, aber ich feiere schon ein bisschen die Racheaktionen hier. Das ist schon krass. Das sind halt geile Racheaktionen. Oh mein Gott, ich bin dumm. Okay, egal, wir haben das Auto geliefert. Okay, gut, ist auch in Ordnung. Weiter geht's. Wir sind noch längst nicht fertig mit dir. Aber es ist alles, es ist seine Schuld. Er hat sich mit den Saints angelegt. Er wollte keine wirkliche Kooperation mit uns einzugehen. Hat uns gedroht. Hat Carlos auf dem Gewissen. Selber Schuld. Wir haben ihn gewarnt. Ne? Wir haben so gesagt, er wird es bereuen. Wir haben ihn gewarnt. Das hat er jetzt davon. Sehr, sehr krass. Jetzt sind ja eigentlich alle seine Handlanger kaputt. Jetzt haben wir nur noch ihn, oder? Wen hat er denn jetzt noch großartig? Oh, Gravity Rush. Kenne ich. Hatte ich auch mal ein Auge drauf geworfen. Wollte ich mal haben, aber jetzt nicht mehr. Da bin ich auch mal gespannt. Ja. Komme ich dann auch gerne mal vorbei. Ich will euch auch durchknuddeln, aber es ist viel zu heiß. Egal, lasst uns nackig knuddeln. Wir knuddeln uns die Kleider vom Leib, was? So. Ich muss, glaube ich, da oben hoch. So. Tschüss. Und 10 Euro, beide. Auch nicht schlecht. Ah, für den PC dann wahrscheinlich, oder? Herr, ich darf zerstreiten. Was ist denn los? Was ist denn dein Problem? Wer war denn das jetzt? Egal, weiter geht's. PS4, echt? Okay. Vergeltung. I've been looking all over for you. We got a serious... Damn, those some nice shoes. You wanna sit down? Yeah. No, we got a problem. What's up? The Brotherhood are all over our turf. What do you mean, all over? I mean, those assholes are driving around in some big-ass trucks blowing shit up. Great. You got the boys out there taking care of this? Yeah, about that. You're not filling me with confidence, Pierce. What happened? Well, they kind of got arrested by the cops. Fuck, you say? You got a bunch of big tattooed motherfuckers running around burning shit, and you're surprised the cops show up? This just keeps getting better. Whoopsie! Tötet ihn an. Die vier Anführer der Bruderschaft. Perfekt. Auf geht's. Schöne Sache. Und zack! Hallo, fährst du weiter? Der Pierce wieder, ne? Der Pierce wieder. Schöne Schuhe. Bin gleich auch weg, wollte ja selbst noch streamen. Ja, mach das! Auf jeden Fall, Yara! Lass dich nicht von mir abhalten! Mach auf jeden Fall noch deinen Abschiedsstream. Unbedingt. Ihr könnt auch gerne dann bei Yara vorbeischauen.
Ne, die streamt heute vorerst zum letzten Mal, dann verschwindet sie in ihrem Urlaub. Ja, da wird sie sich bestimmt sehr freuen, wenn ihr mal vorbeigucken würdet. Ja. Mein Ohr juckt. Ah! Ups. Wie weit müssen wir denn schon wieder fahren hier? Was sind das? Die Docks in Brand zu stecken. Ach, kriegen wir hin. Was macht ihr da drüben wieder? Die schmeißen mit Mollys einfach in der Gegend rum. Seid ihr komplett kernbehindert? Soll ich das auch mal machen? Kämpfe Feuer mit Feuer. Hä? Wo sind die hin? Hä? Wo sind sie hin? Hä? Hä? Was ist gerade passiert? What? Fuck. Was war das? Wie vom Erdboden verschluckt. Oh, oh. Verdammte Axt! Um Haaresbreite! Ah, okay, komm. Weiter, weiter, weiter. Ey, das kann doch nicht sein. Klar, mein Fahrzeug brennt, aber euers nicht. Komm, erzähl mir keinen Scheiß. Ja, komm, was halten die denn aus, Mann? Das ist wieder so ein Scheiß. Ach komm. Ach, ist das wieder ein Bullshit. Da vorne sind sie. Komm. Das sind übrigens nicht die Docks, was den Brand setzen. Die sind einfach willkürlich in der Stadt rum. Was weiß ich. Ja, klar. Ja, ich frage einfach nicht nach. Ich frage einfach gar nicht mehr. Ab zum nächsten. Wo auch immer die sind. Akzeptiere den Wahnsinn, ja. Echt so. Auch wenn er sehr unlogisch ist. Was ist denn das? Moment mal. Danke! Er kann halt nicht schießen. Ah, ich wollte ihn einfach mal klauen. Was passiert hier? Hä? Hä? Was passiert hier gerade? Ich verstehe es einfach nicht. Mein Gott, Klinge, willkommen zurück. Was ist jetzt hier Sache? Huhu, es ist noch Soße da. Was ist das jetzt? Ja, was soll denn das jetzt? Danke für die Info. Oh, 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 oh. Hä? Ach, laber halt gar keinen Scheiß.
Davon war nicht die Rede! Fuck. Gut. Ja, komm, Alter. Echt, seit wann? In der letzten Sekunde oder was wurde es angeschrieben? Oder wann? What is it? Okay. Wahrscheinlich, als ich den Laden betreten habe, als ich schon alle weggebumst habe. Mein Gott, ist das ein dummes Scheiß. Ja, dann komm her. Ab nach drin. Yo. Halt dein Maul. Rette den Ladenbesitzer. Ja, guten Tag. Ja. Zack. Warum lieg ich denn jetzt am Boden? So, hier, zack. Was willst du denn jetzt? Bam, Alter. So. Ich mag diese Moves, ne? Die Musik dabei. So geil. Zack. Kick your ass. Schön. Gut, haben wir's? Wir haben's. Ciao. Ja, eskalier mal bitte nicht. Wunderbar. Ja, echt. So. Aua. So, erstmal hier noch den Schmutz abwischen. Darf ich nicht auf Waffen zugreifen? Hallo? Aus dem Weg jetzt! Aua! Mann, das ist so ein Kack! Oh, oh, oh. Danke. Was war das? Ich saß hinten drin. Hä? So durch. Was passieren heute für Sachen? Hä? Was ist heute los? Aua, danke. Mann. Okay. Das Spiel ist toll. Larifari, Farilari. Komm her, komm her, komm her. Komm, komm, komm. Aua. Ich will bitte einsteigen. Steige ich hier ein? Ich habe Hunger. Ich habe richtig Hunger jetzt. 19 Uhr. Okay. Wie, was tue ich da gerade? Steh doch oben links. Anführer töten. Was soll ich denn tun, Tuten? Außerdem, ach, das ist das Spiel, was sonst hier alles gerade passiert. Ja, ist okay hier. Zack. Weg mit euch. Den winzigen Bumstext, dass ich den Ladenbesitzer beschätzen soll, den hat die Klinge gesehen. Bleibst du da? Halt, stopp! Jetzt töte ich dich. Wo ist er hin? Ist blöd zum Fahren! Ha! Tja. Das war's. Mr. Vogel, there's a Mr. Marrow here to see you. Jamie, I'm trying to downsize here. Get him out of here. Or send him in. Wow. Thanks, Jamie. You must be Mr. Marrow. I've heard about the connections Altor has.
You're gonna get my boys out of jail and help me destroy the Saints. Your bargaining posture needs some work. The Saints killed my girlfriend and crippled my best friend. And that's unfortunate, but Old Tor is a business and there's no profit in revenge. Don't worry about the door, though. That one's on me. Fine. You want money? In a few days, a shipment's coming in. Mr. Marrow, nebulous shipment or not, I think I made myself quite... Let's try this again. You're gonna help me destroy the Saints. And Old Tor would love to be of service. Good. Stillwater Police Department. I need to talk to Troy Bradshaw. Who should I say? Do it! Chief, there's a Mr. Vogel on the line. Put him through. Hello, Troy. Yeah, what do you want, Vogel? It's not what I want, it's what I need. Which is? You are going to release all the Brotherhood you have locked up. And why the fuck would I do that? I'm looking after my clients. Your clients are a bunch of criminals. Guilty before a trial. Nice. Is that the kind of mentality you like to instill in your subordinates? Huh. Spare me. All right, they're not getting released, and that's that. This is where we're going to have to agree to disagree. These men are going free. The only question is if you let this be settled quietly, or if you want a media circus that will make you look like a joke. I thought Altor wanted order. Okay, letting these assholes out is going to only make things worse. Troy, in order to maintain the ecosystem, sometimes the rangers need to start forest fires. You should know that better than anybody. I suspect I'll hear from you soon. Wait. Ja. Die Alters, nicht? Oder die Ultors, die kennen wir ja. Kennen wir. Wisst ihr noch? Saints Row 3. Ich weiß schon, was weiß ist. Das sind die Ultors. Das dachte ich mir schon von Anfang an. Passt nämlich. Ja, dann kommen die Ultors nochmal ins Spiel. Aber ist ja gar kein Problem. Wie gerade eben in Saints Row 3 drüben, nicht? Die lustigen Ultors. Ja, ja. Mit dem Vikun und ich gerade so ein bisschen kämpfen haben. Nicht? Das ist gar kein Problem. Ja, ja. Ja. Oder warte, das sind ja die Stack. Habe ich gerade verwechselt. Aber die Ultor gehören auch noch dazu. Aber Ultor ist doch auch Militär. Ist ja wurscht. Der Heini hetzt uns jetzt einfach die Ultor auf den Kopf. Das ist natürlich auch super toll. Das wird lustig. Sie sind auf jeden Fall... Ich glaube, sie sind das Militär von Steelwater. Oder so. So oder so wird es jetzt ganz schön witzig. Ja. Das wird fantastisch. Aber sollen sie machen? Sollen sie machen? Und da habe ich auch gerade instant dran gedacht, das klingt wahrscheinlich einfach so, das Gebäude betritt. Wie denn auch sonst? Ne? Wie soll man denn sonst eine Arbeit betreten? Ganz normal. Ich habe keinen Missionsauftraggeber mehr, oder bin ich blind? Da hinten, Alter, was ist das? Aber es blinkt nicht. Ich glaube, Festung... Ich muss bestimmt irgendeinen Scheiß machen. Oh Mann. Ich muss bestimmt irgendwas tun. Wuhu! Hat gar nicht wehgetan. Tja, die Ultors. Das wird witzig. War aber ein cooler Auftritt. So, komm mal ran hier. Ich glaube nicht, dass ich die Mission starten kann. Sonst ist hier auch keine. Das ist ja verrückt. Doch, da! Hier ist ein Auftrag. Guckste. Aber da er nicht blinkt, ich glaube, ich kann ihn nicht annehmen, oder? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Können wir noch einen annehmen? Ich weiß es jetzt gar nicht.
Ich glaube, ich bräuchte langsam eine Pause. Mir ist so warm und alles. Ich habe Hunger. 3000 verworfene Frames. Was ist denn los heute? Hä? Das sind 0,4%. Was ist denn heute los? Das verstehe ich ja nicht. Das machen wir mal hier so. Das kann ich gleich ziehen. Beobachten wir das so. Ach, ich glaube, eine Pause wäre jetzt nicht schlecht, oder? Wollt ihr ein Päuschen? Ist eine Pause super? Ich guck mal noch zur Festung runter. Wenn ich sie starten kann, starten wir die noch. Wenn nicht, machen wir ein kurzes Päuschen, ne? Das ist doch ein Deal, oder? Das ist schon eine Idee. Ich möchte die Bruderschaft heute echt noch zerpflücken. Auf. Really? Aber wenn wir die halt zerpflückt haben, haben wir eh schon alles erledigt, weißt du? Ich werde das noch durchspielen, glaube ich. Kann das sein? Wobei. Ich guck mal. Ich wollte halt nur bis maximal 21 Uhr machen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wenn wir es nicht schaffen, dann aber das nächste Mal. Stimmt nicht. Ja, klar. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Gut, machen wir hier ein Päuschen. Ich speichere mal kurz. Des einen Leid. Ja, das ist fantastisch. Ja! Mach einfach. Des einen Leid. Wie sieht's aus? 53%. 16 Stunden. Ist ja ungefähr so weit wie gerade in Saints 3, hä? Lol. Ja, machen wir hier ein Päuschen. Ich brauche eine Pause. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Ja, bisschen abkühlen. Bisschen fresh machen. Bisschen was essen. Und dann sind wir einfach gleich wieder da, ne? Bei Saints Row 2 machen wir weiter. Mal sehen, wie weit wir heute noch kommen. Ja. Wäre cool, wenn wir es beenden, aber so weit kommen wir wahrscheinlich echt nicht. Dann machen wir am Freitag den Rest. Genau. Auf jeden Fall viel Spaß bei der Pause. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Mhm.